So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserer FIFA-Karriere. Wir starten heute mit dem ersten Spiel in der Saison 2 und zwar auswärts bei SD Eibar. Bitte, neuen Truppe. Ich musste mich mehr oder weniger von Geray Alvarez trennen, mein Innenverteidiger. Der ist für 40 Millionen nach West Ham gewechselt. Aber ich habe zumindest mal ein Neuzugang in der Startformation, das ist Dani Olmo, obwohl er eigentlich aus der Gegend von Barcelona stammt. Und zwei weitere Neuzugänge sitzen noch auf der Bank mit Kepa, den ich von FC Chelsea geholt habe, und mit Merino, den ich ja aus Leipzig gekauft habe. Und ja, damit habe ich soweit erstmal meine Startformation da. Wir haben jetzt mal keine Kohle mehr, wir haben noch 6 Millionen, aber die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Weil ich habe Fenster aus dem Kader genommen, oder aus der Startelf genommen, weil Olmo ja natürlich davon rein sitzt. Und Gurusita ist ja auch gegangen, dafür sitzt jetzt Maurice vorne als zweite Spitze, den Williams, einer aus der eigenen Jugend, genauso wie Vidal als Innenverteidiger. Der ist jetzt gerade mal, wie alt ist er, 16, 17? Und hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Also aus dem könnte auch theoretisch was werden. Also wenn man hochkriegt, wenn man dabei, warte mal, wie alt ist er jetzt? Henri Vidal, 18 Jahre alt, ja. Und der hat einen Marktwert, wie gesagt, von gerade schon, jetzt schon 1,5 Millionen, soweit ich jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ja, 1,5 Millionen, genau. Und deswegen habe ich ihn jetzt mit vorne reingenommen. Der kann Innenverteidiger spielen, zentrales Mittelfeld und die 6 spielen, also alles möglich. Gut. Gehen wir rein ins Match nach Eibar. Bzw. mal die Pressekonferenz. Da wollen wir alle Titel gewinnen. Er wird seine Chance brauchen. Er wird im Pokal das erste Mal spielen. Das kann durchaus passieren, ja. So, beim Aufsteiger SD Eibar wollen wir natürlich heute unsere ersten 3 Punkte unter Dach und Fach bringen. Na dann, gehen wir rein ins Match. Heute deutet eigentlich alles auf eine hochinteressante Partie hin, denn dieses Duell hat es einfach in sich. Wir sind für Sie daheim natürlich live dabei, hier im Estadio Municipal de Ipurua. Willkommen, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel im Municipal de Ipurua. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen ein Spiel vom ersten Spieltag der La Liga Santander. Eibar gegen Athletic Bilbao. Die Erwartungen sind groß. Wieder einmal dem Titel aus der vergangenen Saison soll gleich der nächste folgen. Die sind hungrig, die wollen den Erfolg und ich bin wirklich gespannt, ob das gelingen wird. Das Potenzial hat die Mannschaft. Und da haben wir die Startformation von Eibar. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. So, das ist unsere Aufstellung. In diese Partie. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Na dann, gehen wir rein ins Match. Erster Spieltag in La Liga.
Wir wollen natürlich mit einem positiven Ergebnis beginnen. Und natürlich wird alles auf ihn werfen. Auf Dani Olmo. Trifft er heute im ersten Match? Oder versagt er erstmal gnadenlos? Oder was auch immer. Naja, schauen wir mal. Gehen wir rein. Die ersten 45 Minuten an. Sanchez. So, kann er schon die erste Karte geben oder sagt der Schiedsrichter? Ja, er sagt noch zu früh, nach 3 Minuten schon gelb, sagt er, nö, noch nicht. Aber ich denke mal mit der nächsten Aktion. Oh ja, da kann man aber Minimum schon mal gelb geben. Da kann man aber Minimum schon mal irgendwas geben. Zu Belia! War die erste Annäherung. Klar, mein Ziel ist es natürlich, das Triple zu gewinnen. Meisterschaft, Pokal und den internationalen Wettbewerb. Um mich damit dann bei FIFA 23 zu verabschieden. Zumindest was die Aufnahme betrifft. Und Williams, der ist auch schon, das 1-0. Großer Welwart mit der perfekten Flanke, setzt sich durch gegen 2 und rein ins Glück. So, ah, da haben wir es doch schon mal. Albar ist hinten, mal sehen, wie sie diesen Gegentreffer jetzt hier wegstecken. Klar, die werden natürlich. Es ist immer spannend, wenn wir das Profi schnell zurückschlagen wollen, Koppers. Da ist immer die Frage. Das war ja nicht mal neu, aber der also passt auf. Wir haben ja schon alles und holt sich die Kugel zurück. Nach 2-3 Jahren wieder weg vom Fenster. Aber es gab eben auch Leute, die wurden dann absolute Weltstars. Also von der Spielanlage bringt er mit seinen 18 Jahren schon alles mit. Das muss man konstatieren. Die Frage ist, geht um Ori, ne? Geht es? Kommt er nach ganz oben? Beziehungsweise um Vidal! Zu Belia. Parade natürlich. Man merkt, sie wollen diesen Ausgleich, sind sehr aktiv und er liegt. Und jetzt ist es Maurice. Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Oh, da ist es. Schon Muniain war es, 0-2-19. Schnell gemacht, sie wollten den Ausgleich. Aber wir können es natürlich ja besser. Wir kontern und dann setzen wir auf das 2-0. Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Also Iñaki und Muniain mit dem jeweils ersten Saisontor. Aber wie gesagt, wann trifft Olmo? Trifft er heute? Oder noch nicht? Vielversprechender Steilpass. Ja, schade. Ball ist weg. Gut, es ist sein erstes Match in der Liga. Leschuk. Hab dich. Simon. Ja, schade. Ist der Ball weg. Und Gorosabel, der weiter geht es mit einem Einwurf. Zumindest den Ball wegkriegt, also Einwurf kann er nicht gerade noch verhindern, aber super durchgesetzt. Vielleicht der Anschlussläufer. Nee. Also Eimer hat ja auch die Chance. Also so ist es ja nicht, aber. Naja. Stolzkopf. Geh vorbei erstmal. Dani Olmo. Olmo. Jetzt kann er mal anziehen.
Hat ein bisschen Platz. Oh, das ist ja die erste Situation. Den wollte er schön hinten reinsetzen. Muni ein. Kommt doch nicht durch. Olmo. Olmo, da ist er doch. 2-0, 3-0, 35. Bilbao schon wieder auf Kurs. Aber Weltklasse-Tor hier. Einmal kann sich an den Mund gestört. Und dann legt er den tatsächlich diesmal ins andere Eck. Deswegen, er ist er beidfüßig. Und schlänzt immer schön ins lange Eck. Und da war nichts zu halten für den Keeper. Den macht der Einzelkeil. Und deswegen habe ich ihn geholt. Es war einer meiner drei Wunschspieler. Ich weiß, wie gesagt, der kommt eigentlich aus Barcelona, gehört eigentlich nicht zur Transferpolitik, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Und er passt so der Mann zu der Truppe. Bei Lieder, der vorne da seine Tore machen kann, hat eine gute Technik drauf. Also von daher, warum nicht? Ah, Vitram. Sie bieten sich an. Rosabel. So, jetzt kann's. Jetzt wird's die Karte geben. Immer da so schon umgebettelt oder was? Was ist das? Deutschland fast gar nicht. Gelb ist angemessen in dieser Szene. Aber ja. Kriegst die gelbe Karte. Und dann ist es wieder Olmo. Und er gibt den Elfmeter. Es gibt die gelbe Karte und das und der gibt den Elfmeter für Bilbao. Sah fast nach Notbremse aus, weiß sich dann nicht mehr anders zu helfen. Da sind sie mit Gelb gut. Den Olmo hat er noch schön reingebracht. So, Olmo. Zweites Tor. 0-4. So kann man mal ganz kurz das Tor machen. Also, so kann man mal kurz einen Einstand feiern. So ist es richtig. Keine Chance für den Keeper. Und die drei Punkte ergeben. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu uns. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Sanchez. Williams. Und Olmo! Der hat sogar fast noch das Glück, dass er den Abpraller kriegt. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Er ist ja, so. Heute einer der auffälligsten. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. 4 Schüsse auf und 2 Tore. Gut, einer war ein Elfmeter. Der eine war aber ein super schöner Distanzschuss. Und ob das kam ja nach einer Ecke. Und die Ecke vorher war ja von ihm auch rausgeholt. Also ja, wie gesagt, er hat macht bisher seinen guten, macht einen guten Einstand. Real und Atletico 0-1. Also Real scheint wohl vom Fehlschuss zu stehen. Liegt zur Pause zumindest gegen Atletico zurück. Und Yain kann sich ohne weiteres durchsetzen. Und der Versuch eines Distanzschuss hat er heute schon getroffen. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Und jetzt greifen sie schon wieder an. Das war zu einfach zu Belgia. Ihn zieht es nach Tottenham. Der Transfer ist mittlerweile bestätigt. Kunja. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Und dann spielen sie es auch noch super raus hier. So, ja, Sabal, der hat heute noch gar nicht viel zu reinbekommen. Oh ja, Sabal, jetzt wird's gefährlich.
Jetzt macht er es aber. 0-5. Und auch der Dritte von vier Offensiven trifft. Munir getroffen. Jetzt Oyarzabal Ball. Williams hat getroffen. Olmo hat getroffen. Nur Renzo Maurice hat bisher noch nicht sein Tor gemacht. Aber was nicht ist, kann doch kommen. Der will ja gerne. Das spricht eine deutliche Sprache. Sanchez. Dani Olmo. Ah, das war nicht. Der da ist mal abgelaufen. Oyarzabal. Oh, die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Viel Druck da hinten. Ballbesitz ist weg. Hira mit dem Fehler. Williams. Und der knallt das Ding mal humorlos in das Endeck. 6-0. Ein bisschen höher und das Ding klatscht an die Latte. Aber so, hier sehen wir es nochmal. Sehenswerter Treffer. Ja, die Dreier. Okay, der Dreier, der muss wegbleiben. Natürlich, klar, der hat ja schon Gelb, hat er den Elfmeter verursacht. Ach, Wies, der haut das Ding mal kurz eben humorlos um. Wie gesagt, das ist nur zu Maurice, der ist noch nicht sein erster Standort. Das Eigengewächs. Der ist weg. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Und damit ist der Ball. Ja, erstmal weg der Ball. Robert. Da oben, der fordert den Ball. Muniain, Maurice. Der will ja auch gerne sein Tor. Er möchte nicht der einzige Offensive bleiben. Ohne sein erstes Saisontor oder ohne ein Tor. Gorosabel. Ja, Maurice ist jetzt immer weiter raus, das ist die Nummer. Da gehen sie dazwischen, wichtig. Ja, erstmal noch nichts. Das Pressing ist da. So, und jetzt wechseln wir. Wir haben ja Möglichkeiten. So, Marino kann. Ja, spielt jetzt auf der rechten Seite, also wird kommen jetzt. Biela Libre. Vincedor. Also wir werden jetzt durchwechseln. Roche ist genauso einer, der aus der eigenen Jugend stammt. So, wir wechseln durch. Biela Libre kommt rein, darf sein Debüt feiern. Der Rückkehrer. Der mal, Kopf ein halbes Jahr oder ein Jahr, an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war. Vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei Jahren oder was war das, glaube ich? Also Kepa wird heute nicht sein Debüt feiern, das ist klar, dass er in der Liga nicht wechselt, also wenn er eigentlich nicht spielen wird oder wenig spielen wird, sagen wir es mal so, wenig ist klar. Es wird immer mal wieder eine Möglichkeit geben, aber hauptsächlich im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League. Er geht daneben und da haben noch ein paar Meter gefehlt. Roche, Henri. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Merino. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das war keine Ahnung. Ah, gut, okay. Ich hab bald eine. Vorbei. Jetzt vielleicht. Und? Erst die Parade, aber dann geht und wieder Libre verhindern, verpasst es. Erst scheitert der Maurice am Keeper und dann macht wieder Libre den Pfosten. Haut wieder Libre den Pfosten. Sergio Alvarez. Das macht er sehr gut. Einwurf für uns. Wird Einwurf geben.
Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. Zwei Minuten sind es noch. Villa Libre. Und jetzt kommt die Flanke. Jetzt können Sie den Ball klären. Aber. Angriff damit also beendet. Der Ball holt er gut. Also Maurice wird heute nicht sein Tor machen. 0 zu 6 der Endstand. Die Gäste holen sich den Sieg. Sie wollten heute den Sieg, das haben sie auch geschafft. Das ist ein guter Start. So kann es dann durchaus weitergehen. Und das Ergebnis gibt ihnen natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Am Ende können sie sich hier den Sieg holen. Und einer der Hauptgründe, ja, das war diese Leistung. Überragend. Das hat sie heute beflügelt, hat man gemerkt. Das war heute ganz, ganz starker Fußball. Ja, wir haben es auf jeden Fall gemacht. Olmo Doppelpack, Inyaki Doppelpack, dazu Yazabal und Muniain noch. Aber wie gesagt, ja, Maurice leider noch nicht sein erstes Saisontor. Aber er wird es machen, keine Sorge. Er war heute sehr, sehr motiviert. Und Real verliert sein erstes Spiel sogar gegen Atletico. Ja. Gut, gucken wir mal auf die Leihe von Mozzi. Delegieren möchte ich gerne. Leihe 2, nee, ein Jahr. So, irgendwo ist gerade noch ein Spielertür drin. Knie ich, ach, keine Sorge, knie ich doch weiter rein, ist doch alles okay. Jeder kriegt immer seine Chancen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann gucken wir mal, was im Spieltag 2 passiert und was auf der Transferseite noch passiert.